Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Und womit fangen wir heute an? Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Haben wir schon jetzt, ne? Ja, So. Stegner auf einer Berliner Friedensdemo, abgehakt. Ja, das. Iranische Raketen gestern Abend, abgehakt. Ja. Das Duell Ey. der beiden Vizepräsidenten, abgehakt. Ja. Du, lass uns noch mal über den Stegner kurz reden, weil ich finde, ich bin zwar nicht seiner Meinung, aber ich finde, das soll er ruhig mal machen. Ne? Das ist ja jetzt ein Thema, was nicht nur AfDler und BSWler bewegt, sondern das bewegt schon viele Menschen, muss man ja zugeben. Ja, das sollte die Sozialdemokratie auch bewegen, das Thema. Und zwar täglich. Ja, das Vielleicht stimmt. nicht in der Art und Weise, wie uns das irgendwelche Populisten ständig vorbeten, unter Außerachtlassung der ganzen Rahmenbedingungen und meinen, sie könnten dann da irgendwie was erreichen, sondern Ja. wir müssen das schon mehr so betrachten, wie es damals Schmidt und Brandt gemacht haben, ja. Das ist wohl wahr. Ich meine, wir haben diesen Versuch einer Friedensordnung auf rechts basierend nicht für umsonst gemacht. Und ich glaube, das sollte man auch in Erinnerung halten. Vollkommen Ja, d'accord. gerade dieses, dass wir in einem Rechtsstaat leben und uns mit anderen zusammen zu einem größeren Verbund, der auf Recht basiert, getan haben, das ist die Grundlage für unser Handeln und nicht irgendwelche reinen Interessen, Ja. die der eine oder andere da vertritt für sich selber, und das außer Ja. Acht lässt, ja. Ich finde schon, wir sollten Wert legen auf eine regelbasierte Weltordnung, wo nicht jeder wirklich zu Waffen greifen kann, wann es ihm passt. Insofern ist der Stegner da vollkommen richtig, wenn er für Frieden die Flagge hochzieht. Da muss auch was passieren. Ne? Ich bin gespannt darauf, wie er es sagt, denn es ist natürlich klar, bei den Sozialdemokraten wirst du keine Kriegstreiber finden, so viel auch irgendwelche anderen uns das einreden wollen, dass wir das Ja. wären. Aber Kriege werden erstmal auf dem Schlachtfeld entschieden, bis einer nicht mehr kann. Es ist fast immer so gekommen. Und im Jo. Verhandlungsweg wird der Frieden wiederhergestellt. Ja. Logisch, ja. Klar. Nein, und bei den Konflikten, die allweil am Laufen sind, ob das Israel ist und die Palästinenser, ob das Putin ist und die Ukraine. Das sind ja Konflikte, da gibt es deutliche Aggressoren, die muss man auch benennen. Auf der einen Seite mal die Hamas und auf der anderen Seite den Herrn Putin. Finde ich übrigens, hat Rutte auch klar gemacht, wo er steht, weil er hat ja auf den Abschuss der niederländischen beziehungsweise malaysischen MH 17.17 verwiesen, wo ja fast 300 Niederländer umgekommen sind. Das waren garantiert keine ukrainischen Freischärler, die diese Flugpakete da Ja, abwischen. Die wissen doch gar nicht, die wissen vielleicht, wie man das von Ort A nach B bringt, ja. Und im Übrigen, dieses Ding ist ja gleich am nächsten Tag wieder nach Russland verbracht worden. Das war ganz klar, was da passiert ist, ja. Aber gut, also. okay, wir müssen eigentlich nicht viel drüber reden, über die Motive und die Art und Weise, Nee. wie in Russland da Politik gemacht wird, kennen wir zu Genüge. Richtig. Und ich finde es nur wichtig, dass Rutte das nochmal festgestellt hat aus Ja, seiner Perspektive, dass er war damals wohl an der Regierung beteiligt oder sogar Regierungschef und dass er dann von Putin verarscht wurde, hat er deutlich zum Ausdruck gebracht. Und ich finde das auch okay. Also kann man ja nicht und ich anders. glaube, dass im Nahen Mittleren Osten das noch nicht zu Ende ist. Die Religionsführer, die meinen, einen Staat führen zu können, und den führen sie in die Grütze. Die haben es noch nicht begriffen. Ja, Und das man sehe ich wird auch. es ihnen begreifbar machen müssen. Und die Revolutionsgarden, die da das Sagen haben, die ja Teil der offiziellen Armee sein sollen, aber ein Eigenleben führen, also dieser ganze Mist, der muss auf die Füße gestellt werden. Die müssen sehen, dass sie gegen die Weltgemeinschaft nicht ankommen mit ihrer Art Interessenspolitik. Punkt. Genau, also ich habe gestern ja noch ein paar Libanesen gehört, die ganz deutlich gesagt haben, dass die Hisbollah als Besatzungsarmee gesehen wird im Libanon.
Das teilen wohl die Libanesen mit den Israelis, was die Auffassung anbetrifft. Und ich denke, das muss man vielleicht auch noch mal ganz deutlich machen, dass das Fremde in Libanon sind. Ja. Naja, ich kenne ja nun auch einige, durch meine Zeit in Kairo kenne ich natürlich auch einige Libanesen, auch hochrangigere. Die Problematik im Libanon ist bloß die, dass es da politische Gruppen gibt, die immer wieder in die Regierung gespült werden. Und das sind zum Teil hochkorrupte Typen. Ja? Ja. Die nehmen auch ihr eigenes Land als Geisel. Ja, Nicht anders als die Hisbollah es im Grunde genommen macht, aber. ja. Libanon ist nahezu ein Failed State. Sie haben selber nicht die Mittel, um eine eigene gute Armee vorzuhalten. Das heißt, sie haben auch gar keine Chance dagegen gehabt, dass die Hisbollah ihr Land usurpiert, ja, und damit der Ja. Iran, ja. Ja. Das ist schlimm. Also er macht einen alles andere als glücklich, überall diese kriegerischen Auseinandersetzungen. Und wir Ja. vergessen viele andere, die es in der Welt gibt darüber, ja. Im Sudan zum Beispiel. Ja. Ja. Nein, und wir sollten auch darüber nicht vergessen, dass wir ja auch in Deutschland mit den Folgeproblemen zu tun haben, dass Migration ja oft verursacht wird durch Krieg, durch Umweltkatastrophen. Das muss man auch, glaube ich, immer wieder deutlich sehen. Und dass auch daher gut ist, wenn man darüber redet, wie man diese Situation beenden kann. Leider hat es sich bei uns aufgrund der scheinbar finanziell schlechten Lage der Bundesrepublik Deutschland eingebürgert zu sagen, wir können nicht Milliarden in die dritte Welt scheffeln, wenn wir Ja. unsere eigenen Dinge nicht auf Reihe kriegen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und Null. dass wir von Entwicklungszusammenarbeit profitieren, ist keine Binsenwahrheit, sondern es bleibt Realität. Ja. Das ist Realität, außerdem mit dem, wir haben kein Geld. Also wir haben hier fast 250 Milliardäre, 249, um genau zu sein. Das ist schon mal eine Hausnummer, wenn die nicht besteuert werden. Und wenn man Marlene Engelhorn folgen kann, ist das ja wohl seltenst der Fall. Dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn wir kein Geld in den Kassen haben. Es ist Zeit, dass da mal die Finanzämter das tun, was sie tun sollten und müssten. Ja, du sagst Ja, immer ist auch die. Lindner gefragt. Der hat seine Beamten in Berlin sitzen, die genau an der Stelle Ja. eingreifen können, ja, und nicht abwiegeln und sagen, das ist Ja. Ländersache. Aber 249, das ist natürlich eine kleine Zahl. Das beeindruckt keinen von unseren Zuschauern hier. In Ja. Hamburg leben allein 40.000 Millionäre. Und Ja. zwar nicht welche, die gerade mal etwas mehr als 1 Million haben, wenn sie alles zusammenkratzen. Ja, inklusive die Pferdewiese Naja, dann in gehören wir ja schon Deutschland, dazu sondern mit unserem kleinen Häuschen. richtige Millionäre, 40.000. So, und Ja. jetzt mal ein was anderes. Wie viele Ja. Kinder haben wir im Stadtstaat Hamburg, die an der Armutsgrenze sind oder Ja. schon arm sind? Wenn allein nur jeder von denen die Patenschaft für ein von diesen armen Kindern, das nämlich Ja. auch hat sich 1.000, ja, Ja. übernehmen würde, gäbe es in Hamburg keine Kinderarmut mehr. Ja. So einfach wäre das. Und Man zwar muss mit es einem nur kleinen wollen. Betrag. Was braucht denn so ein Kind im Jahr? Wie viel 1.000 Euro braucht ein Ja. Kind, um aus der Armut rauszukommen? Ja. Nein, nein, man muss es nur wollen, man muss es politisch wollen, die Kindergrundsicherung. Aber das ist ja den konservativen, neoliberalen alles zu viel. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht, ist dann nach wie vor das Motto. Ich will nochmal auf unseren Button mit der IG Metall hinweisen. Die streiten nämlich immer noch für 7%. Das bleibt auch die nächsten Tage so. Macht euch mal Gedanken darüber, wie in so einer Gewerkschaft eine Forderung erstellt wird. Könnt ihr auch gerne noch mal mehr zuhören. Rudi, ich habe jetzt nichts mehr. Wir haben morgen wieder neue Themen, also wir können jetzt Schluss machen. Wir dürfen ja den manchen von den Zuschauern auch nicht überfordern. Das stimmt, das stimmt. Also, nicht vergessen, morgen Wieder X-Punkt einschalten. einschalten.